Zurück bei Super Mario 64, ich bin euer Masin da vertreffen und heute gehen wir wieder in die Wobbi-Wabba. Ich kann es irgendwie nicht aussprechen. Wobbi-Wabba-Wüste. Und dort wird es Zeit, die Pyramide zu stürmen. Wird es uns gelingen? Das erfahren wir, wenn wir die Kiste nehmen und einen Super-Jump und... Oh, schade, nicht auf den Gegner. Kingy Pauki! Oh, er macht 2 Schaden. Und Tap! Oh komm, das kleine Stück hättest du auch gehen können. Poki hat rote Augen. Oh ja. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Nach diesem Projekt kommt ein Hack, der erste Hack aus meiner Seite, wenn alles klappt. Ich muss mal gucken, wegen allem. Aber wenn alles gut wird, dann kommt ein klasse Hack, worauf ihr euch eigentlich freuen könnt. Und ich glaube, ihr werdet euch auch drauf freuen. Denn... es wird ein, ja, Nintendo 64-Hack sein. Und, ja, jetzt sagt der eine oder andere schon, ah, jetzt weiß ich es auch. Ja, es ist so. Ich werde gucken, dass ich irgendwie Super Mario 64 Star Road irgendwie besorgen kann. Und dann wird das als das hier folgendes Projekt Let's Play. Und dieses Projekt wird dann blind, denn ich kenne es selber noch nicht. Aber ich glaube, wir können hier abkürzen. Ups. Also, wir kürzen hier ab, und mal gucken, dieses Projekt wird aber blind sein. Komm hoch. Damit kürzen wir ein bisschen ab. Und das klappt. Hier sind 2 Goombas. Die Goombas sind mir aber egal. Na, kleiner Goomba. So. Dann hier lang. Hier festhalten. Und nicht runterfallen. Wo runterfallen eigentlich... hier kein großes Problem ist. So. Eine Münze. Wir sollten auch mal gleich am Anfang die 100 Münzen zu sammeln. Das wäre eigentlich auch eine Alternative, oder? Ich frage mich nur gerade, wie wir hier wieder rauskommen. Ja, es wird uns schon irgendwie gelingen. Aber wirklich, wie sollen wir hier rauskommen? Da kommt, glaube ich, auch was auf uns zu, ne? Oder auch nicht. Da kommt die Röhre. Wir haben keine Chance. Und, oh, in die Kamera. 3D-Effekt. Und ich glaube, jetzt kommt hier Herz. Und genau, jetzt kommt dieser komische Boden. Den ich immer noch nicht verstanden habe, den Sinn. So. Wow. Du fängst auch einfach an. Ja. Ja? Was seid ihr denn für Viecher? So. Kamera! Freundlich. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, der springt hier hin, ne? Genau, der lächelt auch schon so komisch. Whee! Komm, wie der lächelt! Das macht mich irgendwie glücklich. Grinsesteinchen. Höp. Bam. Kommt noch ein bisschen weiter. Höp. Wow, wir sind runtergefallen. Wir kommen irgendwie nicht hoch. Warum auch immer. Letztes Stück zum Stern. Und dort ist er. Unter verdienter Stern. Und da ist der Käfig. Also da wollen wir im letzten Part, um die Hände zu besiegen. Und Peace durch den Zaun. Hui! Unser 64. Stern in Super Mario 64. Ja, irgendwie ein epischer Moment gerade. Ich genieße ihn mit 64 Sternen und 27 Leben. Ich hätte vielleicht ein paar mehr haben können. So, jetzt kommen die 8 roten Münzen. Und ja. Ich glaube, hier ist auch eine, ne? Genau. Mein Gott, ist das weit. Und hier wird es immer kritisch. Denn ich habe Angst. Ich habe es noch nicht mal gehabt. Genau. Da ist nämlich irgendwo... da irgendwo beginnt die Wand. Und glaubt mir, wenn ihr die nicht seht... und dann rutscht ihr auf einmal da nach rechts runter... ja, dann ist alles aus. Nehmen wir die Bombe und... nehmen die Bombe...
Nimm die Bombe. Oh, hau ab, hau ab, hau ab. Blablabla. Boah, irgendwie sind wir entkommen. Frag mich nicht, wie. Irgendwie klappt halt alles weiter. Sam, sam, sam. Boing. Und da ein paar Münzen. Für bare Münze sollen wir nicht alles nehmen. Wow, 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 wow. Da ist noch eine und dann. Komm da rauf, verdammt. Denn da oben, soweit ich weiß. Oh, guck mal, ein kleiner Goomba. Ein platter Goomba. Da oben ist unsere verdiente Koopa Shell, auch im letzten Part schon gesehen. Können wir eigentlich. Gib her die wahre Münze. Können wir eigentlich. Das ist mal ein interessantes Experiment. Mit unseren kleinen Steinen den großen zerstören. Tatsache! Nein, mein kleiner Stein! Ja, den sehen wir wohl nicht mal wieder. Ups. Wir haben ja 16 Münzen. Ja, da hinten ist er gerade explodiert, aber. Was bringt uns die Münze, wenn wir dabei sterben? Oh Mann, ich krieg da jetzt gerade keinen super Sprung auf die Reihe. Oh Gott, komm. Geht doch. Komm, mit dem Panzer können wir die Pokies töten, ne? Müssen wir einfach mal ausprobieren. Genau. Und das wollen wir auch irgendwie machen. Oh, wir surfen an der Blaumünze vorbei. Sind wir dämlich. War nicht hier auch ein Poké? Genau. Die haben den Kopf weggehauen. Ups. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. So, in der Luft hängen auch noch ein paar Münzen. So, zu nah dran und gegen die Wand, super. Da hinten gibt es auch noch eine rote Münze. Yippie! Wer ist das, holen wir erstmal in der Luft die Münzen? Weil dann haben wir einen Teil wieder weg. So. Ich frage mich gerade, wieso habe ich eigentlich diese gefährliche Münze geholt? Also nicht die hier. Sondern die eine rote am Ende. Da ist eine rote Münze, dass sie mit in der Luft schweben muss. Komm, die rote Münze kriegen wir auch. Oder noch nicht. Kamerad, dreh dich. Mit kleinen Lags, aber ist ja nicht so schlimm. So. Wow, 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 wow. Oh, jetzt schnell. Vielleicht schaffen wir es noch zurück, dann können wir uns nämlich direkt eine neue Mütze holen. Denn die müsste eigentlich gleich vorbei sein. Ja. Zum Glück, sage ich dann nur, zum Glück, haben wir uns direkt die neue Mütze geholt. Ja, die 100 Münzen sind hier schon ein Ding. So, eine nette Kamera. Dann haben wir die 5. Münze. Ich frage mich gerade, wo die anderen beiden sind. So. Oh, komm. Oder auch nicht. So, Kamera drehen. Oder auch nicht. Dann sind wir wenigstens nicht gestorben. Hallo. Freundlich. Wollte nicht raus da. Ja, das war voll daneben. Ich glaube, die Mütze hat jetzt auch gleich auf. Und deswegen nichts riskieren. Bevor wir ein bisschen Energie verlieren. Können wir den Poké eigentlich schlagen?
Ach nein, wir haben unsere Mütze verloren. Ah, wir können die umrutschen. Gut zu wissen. Aber der Poki regeneriert sich wieder. Ach so, wir können auch drauf springen. Okay, die blaue Münze wollen wir haben. Ja, und den Geier mit unserer Mütze verzichten wir jetzt einfach mal. So, ich glaube, da wo die rote Münze ist, der unter der Palme, genau. Das war uns die sechste. Ach genau, die einen haben wir ja nicht bekommen. Und die haben schon 52. Ich glaube, hier war ein Beamer. Oder? War nicht hier ein Beamer? Ja, genau. Ja, da hinten ist nämlich die andere. Und da fliegen wir am besten hin. Dann kriegen wir auch unsere Mütze wieder, glaube ich. Er kann auch ruhig unsere Mütze behalten. Nur keine Scheiße bauen. So. Und jetzt erstmal wieder zurück. Und aus die gefährlichen Bomberkisten. Und ich habe so ein komisches Gefühl, wenn wir jetzt nicht ein bisschen schneller werden. Ach, ach was. So. So. Und jetzt hoffen wir, kriegen wir die Münze hier. Genau. Ja, holen wir jetzt den Stern, ist die eine Frage. Oder gehen wir die 100 Münzen sammeln? Das ist die andere Frage. Wir haben ja schon großartig die Münzen gesammelt. Und deswegen sagen, ab in den Tempel. Ich hoffe, der Poki, den wir jetzt nicht getötet haben. Ja, wir haben immer noch unsere Mütze verloren. Aber ich glaube, hier müsste eigentlich ein blauer Schalter sein. Genau. Den aktivieren wir. Genau, wir dürfen nicht so lange im Sand sein. Wir haben 71 Münzen erst, ey. Bam, auf den Goomba. So. Bam, oh Gott. Oh Gott, wir kriegen 2 Schaden, weil... Das sind die mächtigen Super Goombas, die mehr Schaden machen, weil wir keine Mütze haben. Wo ist unsere Münze? So. Aber wir nehmen schon ganze 13 Minuten wieder auf. So. Ja, ist hier ein Goomba? Geh mit. Oh, sie ist schon wieder runter. Und da gehe ich nicht rein, weil das zu gefährlich ist. So, hier haben wir eine Münze. Komm raus da. Ich will nicht sterben. Oh Gott, komm raus. Oh, Mario. Wie soll ich denn rauskommen? Ach so. So. Auf die andere Seite rüber. Ich glaube, das war... Oh, da ist ein Zaun auch noch, ey. Komm, jetzt will er nicht hoch. Wetten. Ja, Kamera, dreh dich. Ich will jetzt auch nicht da untergehen irgendwo. Oh, wir kommen super durch. Oh Gott. Und so. So, ich will aber wissen, was jetzt in der Box ist noch. Wenn das so ein billiges Leben ist, dann drehe ich ab. Weil Leben haben wir ja mehr als genug. Kamera, sei kein Arsch. Oh, Lucky Tui, ne? Hier ist ja Lucky Tui, der Mann. Oh, hier ist doch nur so ein Leben. Geh nicht auf den Keks. Ertrink lieber im Sand. So. Ganz schnell auf die andere Seite rüber. Aber es sind ja noch viele Münzen hier. So. 15 Minuten Aufnahme. Ist ja ein schöner Part, wie das. Da sind noch ein paar Goombas. Den wir im Liegen töten. Und deren Gold einsammeln.
und verfehlen. So. Ja, was ist jetzt hier? Ne, genau, der geht nach da. Ja, wir können einfach hinten vorbei. Oh, hier ist auch nur ein Leben. Was steht denn da? Die Pyramide ist von 4 Säulen umgeben. Erklimme die Spitzen der Säulen, um das Geheimnis zu lüften. Ja. Da dreht sich der Block um. Aber, ja. Was sollen wir machen? Also uns fehlen noch 22 Münzen. Und die werden wir wohl auf dem Weg nach oben alle sammeln müssen. Das heißt, wir dürfen keine mehr übersehen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Diesmal ist das nicht so knapp wie in einer Wasserwerft. Da liegt ein Gumba im Wasser. Oder im Sand. Hi, kleiner Gumba. Nimmst du ein Sandbad? Ach, wie putzig. So. Oh, ich finde ein Gumba putzig, ey. Was ist mir los? Also zum Thema nochmal mit Star Road. Boah, die Münzen brauche ich unbedingt. So. Warum der auch immer so langsam klettert, ne? Ich werde es nie begreifen. So. Und bam, oder auch nicht. So, hier ist... Genau, hier ist dieser eine Block, der glückliche Block. Und da ist wieder ein Gumba und noch einer. Und bam, den Gumba getroffen und bam, der Gumba hat uns getroffen. Aber das macht nichts, denn wir sammeln beide Münzen aus irgendeinen, weil ich nur eine gesehen habe. Ja. Hier müsste dann diese Sandszene sein, wo auch wieder 8 Münzen rumhängen. Oder 5 nur. Ist mir auch völlig Wurst, wie viel hier rumhängt. Denn da hinten wird unser letztes Stückchen sein. Ich überlege gerade, wie ich das mache jetzt. Bringe ich mich gleich um oder was? Keine Ahnung. Nee. Niemals, ich sammle den Stern an. Wir haben zwar nur 2 Sterne geschafft, aber das waren auch 2 große Sterne. Oder 2 lange Sterne. Je nachdem, wie es nimmt. Springen wir wieder rückwärts an der Kante und... Ja, nein! Kein Geldstück aus, was im Sand wird zurückgelassen. Da rollt die Tonne und grinst uns schon hämisch an. So. Hier um die Kurve. Und dann gab es, glaube ich, das. Genau. Und da kommen unsere letzten Münzen. Die können wir ruhig in Ruhe lassen. Das interessiert mich nicht. Aber die interessiert mich schon mehr. Yay, unser 100er Stern. Oder gesagt, unser 100er Stern. Gib uns den Stern. Die Party geht weiter. Und... Da sind wir! Zaubertrick! Guter Zaubertrick, so. Mit 65 Münzen an, ja. Ich fällt mir gerade mal so ein. Hier sind wir diese Blöcke, die auf einmal. Ja, irgendwie da hinkommen. Warum auch immer. Jetzt können wir nochmal hier hoch. Machen wir also einen Stern zweimal. Ist ja auch nicht so schlimm. Bam! 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 So. Und da ist unser Stern nochmal. Und damit haben wir ja, dieses Level jetzt nicht ganz beendet, aber uns fehlen noch die 8 roten Münzen halt und noch kleine Schnickschnack. Irgendwelchen Kack, den wir nicht brauchen. Also. Ja, er meckert mich schon an. Der freie Speicherplatz ist gering. Ja, mache ich gleich. So, aber ich verabschiede mich erstmal hier. Meine Mütze ist immer noch weg. Ich frage mich, ob ich eine neue herkriege. Und nächstes Mal machen wir halt hier die 8 roten Münzen. Aber bis dahin erstmal Mother La Vista, Baby.